wir jetzt dahin, wo die Firma Zintel, Markus Zintel, der hier die ganzen schweren Baumaschinen hingesetzt hat, räumt. Er schiebt den Müll auf mit seinen Raupen, er schafft Platz, er ist hinten am Planieren. Jetzt ist die Situation folgende. Markus Zintel soll wohl abreisen mit seinen Maschinen, weil man nicht bereit ist, ab jetzt ihm die Unkosten zu bezahlen. Er hat mehrere tausend Euro. Allein die Transporte der Maschinen hierhin kosten mehrere tausend Euro, hat er jetzt schon gespendet. Jetzt ist man nicht bereit, ihn zu bezahlen und er wird jetzt seine Maschinen verladen. Wir werden noch so lange hier unterstützen und Müll kippen, wie wir da Platz haben. Das kann eine Stunde sein, das können zwei Stunden sein. Dann ist hier alles voll, es wird nichts mehr aufgeschoben mit Raupen. Wir können mit den Maschinen, die wir hier haben, nicht den Müll aufschieben. Das muss man sich mal vorstellen. Hier kommt jemand hin, bringt mehrere Raupen mit, bringt mehrere Kettenbagger mit, bringt Radlader mit, bringt Leute mit, hilft hier, macht Pionierarbeit, verbindet die Straßen, wo das Straßenstück fehlt und er möchte jetzt vielleicht mal seine Unkosten bezahlt haben ab jetzt oder ab morgen, dass da mal eine klare Linie drin ist und er wird nach Hause geschickt. Ich verspreche euch, wenn der hier abhaut, dann sind wir ganz schnell ausgearbeitet und dann werde ich auch nach Hause fahren. Es ist sowas, also ihr könnt nicht glauben oder ihr glaubt nicht, was hier los ist. Das ist unglaublich. Frau Merkel, Sie waren doch gerade hier, oder? Kriegt man das nicht geregelt, dass der Mann seinen gerechten Lohn kriegt ab morgen? Er hat mehrere tausend Euro schon gespendet. Also ich habe ihn hier kennengelernt. Es ist unglaublich, ein Fachmann, den man hier wegschickt, weil ja wohl das THW kommt. Was eben oben stand, das Bild habe ich gepostet, vom THW ein Schiff. Und dann stand unten ein LKW vom THW mit Containern, dass wir nicht mehr arbeiten konnten. Wir haben eben mit den ganzen leeren Anhängern unten gestanden, weil das THW falsch rum reingefahren ist. Hier ist nichts geregelt, nichts organisiert. Und die Leute, die hier den Laden am Laufen halten, die dafür sorgen, dass wir hier den Müll rauskarren können, dass wir den Leuten hier helfen können, den Bürgern, die werden jetzt nach Hause fahren. Unglaublich, unfassbar. Wenn das so ist, fahren wir alle nach Hause. Ihr könnt euch das überlegen. Entweder wird jetzt schnell gehandelt und es wird geregelt und es wird ein normaler Preis bezahlt, wie es üblich ist ab morgen, für die ganzen Baumaschinen, für die Mitarbeiter von der Firma Zintel. Ansonsten steht hier gleich alles. Also das ist, wir können nicht weiterarbeiten. Wir würden es ja machen, es geht einfach technisch nicht. Hier ist alles voll mit Müll. Die Bundesstraße ist voll, alles voll mit Müll. Falls das hier jemand sieht von den Verantwortlichen, ich kann euch nur empfehlen, die Tieflader sind wohl beauftragt zu kommen.